Hallo, hallo. Hier die Himbeeren. Ich habe hier gezeigt, ich hatte bei Action diesen Dünger geholt, so ein Päckchen. Ja, und habe hier es verteilt. Kann man so sehen, ne? Diese feine Partikel. Ich habe es nicht eingearbeitet. Doch das kann auch so mit Regen. Wir haben ja kein Dach über dem Balkon, deswegen kommt das alles. Und ja, Himbeeren sind auch, guck mal, will sogar schon bald blühen. Ist doch schön, ne? Genau, und hier dann bei den Erdbeeren. Guck mal, was los bei mir schon ist, ne? Ist doch was. Soll man doch jetzt unterstützen, ne? Ja, so ist das. Hab schön da drumherum gestreut, weil Regen kommt bestimmt wieder, ne? Und da hat schon viele Knospen sich gebildet. Und wollen wir hoffen. Das ist Ostara. Das weiß ich nicht. Sengasilgang hatte ich genommen und Ostara. Das waren junge Pflanzen. Ne? Und dieses Jahr würden die wahrscheinlich Blätter schon tragen. Ne? Guck mal, kommt schon einiges. Ich habe das Problem mit diesen Ameisen. Ach, die machen mich echt verrückt. Moos, ne? Guck, vieles mit Moos. Dachte ich ja erstmal die Pflanze stärken und danach werde ich mal das alles mal rausholen. Deswegen, ne, lasse ich sie erstmal in Ruhe. Ne? Guck mal. Und dann auch noch, wer bist du? Naja, die hatte ich mal bei Tom gekauft. Immer tragende Sommerbrise heißt die, ne? Hatte ich voriges Jahr, die war schon eine größere Pflanze. Die hat auch gut getragen. Zwei. Ich könnte sagen, ich hatte drei, aber ich glaube, hat eine verschenkt. Ne? Und ne, guck mal, tut sich was. Ja. Ich dann jetzt diesen Dünger auch hier reingestreut, ordentlich, weil wird eh mit Wasser dann mit dem Regen reingespült und dann, ja, wird schon was, ne?